Fasern von der, dass ich das endlich Fasern wieder auch hinstrahlen. Mhm. Was denn? Okay. Aber wenn du springst und hüpfst, geht er dann. Mhm. Okay, es sieht gut aus. Kannst du dich vorstellen? Einfach ganz kurz. Okay, also ich bin Amelie Kuhle. Ich bin 21 Jahre alt und ich weiß nicht, was gehört da noch dazu? Ich bin Anastasia. Ich bin Luftartistin bei Second Tense. Ich bin 23 und an sich wollte ich eigentlich zu Second Tense, weil es eine Vorbereitungsschule für Zirkusschulen ist. Und ich so im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren für mich so entschieden habe, dass es so der richtige Weg für mich sein könnte. Also ich bin der Willi. Oh Gott, das ist immer so eine schwere Frage. Was erzählt man da alles? 24 Jahre alt und ein Mensch. Sind also super fasziniert. So, echt Zirkus? Das kann man machen? Ja, aber das ist ja auch cool. Ja, aber das liegt dann nicht, wenn ich nicht verteile. Ich kann natürlich auch so machen. Ja, so, aber alles gut. Ich muss mich dann nur. Siehst du dich als Artistin? Jetzt? Du gehst auf eine Zirkusschule, oder? Ja. Ja, ich glaube schon. Also es hat sich so schon gewandelt, weil ich mich jetzt schon selber in diese Sparte, ich mache Kunst und Sport irgendwie als Teil meiner Lebensgrundlage und deswegen fühlt sich das schon irgendwie so ein bisschen an. Also ich würde sagen, ich führe gerade ein Artistenleben. So, ja. Ja. Gefällt's dir? Ja. Ich kann es mir anders auf jeden Fall nicht mehr vorstellen. So, es war echt, ich habe Blut geleckt und es war so wirklich. Und jetzt glaube ich nicht, dass es so schnell wieder ohne geht. Ja. Ich bin am Luftring. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um Vertikalseil zu machen, weil ich Vertikalseil wunderschön finde. Aber irgendwie kleben meine Hände am Ring fest, seit ich das Ding mal berührt habe. Damals auch schon im Studio, keine Ahnung, da war halt mal ein Luftring. Und ich habe das gemacht. Und irgendwie ist es mir einerseits leichter gefallen als alles andere. Und ich fühle mich halt sehr frei damit, keine Ahnung. Ich mag es sehr, dynamische Sachen zu machen. Ich mag es sehr, mich schnell zu drehen. Das kann man da halt irgendwie einfach gut machen und es fällt mir da halt am einfachsten. Nee, keine Ahnung, ich vibe mit dem Ding halt so ein bisschen.
das Wichtigste ist, dass hier die Wurzel allen Übels ist. Vielleicht so, damit hat das ganze Übel angefangen. Mit guten Shows. Weiß und Karl. Was denkst du eigentlich, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust? Oder was, sag, was fühlst du was dann? Was ich fühle oder was ich denke? Nee, was du, ja, was du fühlst. Freust du dich? Ja. Ich hab voll Bock. Nee, ich freue mich richtig weiterzumachen. Oder überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass jetzt noch so eine lange Zeit weiter lernen zu können. Und aber ich, und trotzdem ist es voll doof, jetzt aus Freiburg zu gehen und die ganzen Leute bleiben hier oder gehen ganz woanders hin. Also es fühlt sich an wie so ein richtig großer Umschwung. Und ich kann mir noch nicht so gut gerade vorstellen, wie es danach oder so genau weitergeht. Mach eine schöne Atmende und dann schau nicht nach hinten als erstes. Raus und dann kommt es in Drehung. Hopp. Sind ganz viele Kleinigkeiten. Also sagen wir so eine Kleinigkeit von 2 Mensch hoch. Im Januar noch, also 2 Mensch hoch, jemand steht einem auf den Schultern oder eben diese Partner-Aggro-Sachen, gerade so dieses Stehen. Am Anfang vom Jahr, ich habe rumgeheult, weil das so wehgetan hat, irgendwie nah am Hals, die Haut zieht lang in die Sachen und es ist einfach nur so eben ganz roter Rücken und es sieht fürchterlich auch aus am Anfang und das ist ganz schlimm und jetzt habe ich da irgendwie gar keine Schmerzen mehr. Jetzt können die mir, also auch im Nacken und überall, können die auf mir rumspringen, wie die wollen. So irgendwie diese Schmerztoleranz ist weg eben. Ja. Projekt würde ich, glaube ich, sagen, auf der einen Seite sind die Gruppenprozesse das Schönste von allem und gerade diese Momente, wenn man so kreative Freiheit hat und so
einfach spielt und dadurch entsteht irgendwas und man hat so mega Spaß als Gruppe. Aber sobald man eben auf so ein Ziel hinarbeitet, wie zum Beispiel das Abschlussstück, und man hat Zeitstress dazu und jeder hat in seinem Kopf total tolle Ideen und es ist aber schwer, die den anderen so begreiflich zu machen und so. Das war für mich, glaube ich, sehr herausfordernd, da nicht zu sehr an die Nervengrenze zu stoßen, glaube ich, weil das dann einfach auch eine mega emotionale Arbeit ist, weil das in den Gruppen und mit dem, was man tut, immer irgendwie um auch sehr verletzliche Teile von einem geht. Und man auch viel mit Komplexen irgendwie immer dabei ist, seine Komplexe zu überwinden irgendwo. Und dann mit diesem Zeitstress noch war das auf jeden Fall schwer, fand ich. Ja, sehr hübsch. Okay, ich glaube, ich brauche hier nicht festhalten. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin ganz gespannt, was man ja heute und die alle anderen heute lieben werden. Aber ist so krass. Das ist auch so. Bei mir? Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen von Zirk Intens begrüßen und euch, von denen ich euch sagen darf, auch toll, dass du gut auch die verschiedenen Sachen machen. Habe ich Angst, wenn ich an die Zukunft denke? Jein. Also ich würde ganz arg Ja sagen. Und irgendwie jetzt auch mit der Schule, wo ich hingehe, in der Schweiz, ich gehe zur Dimitri, das ist eine Bewegungstheaterschule, und da merke ich jetzt schon, das macht mir irgendwie Angst, weil irgendwie, es ist zwar irgendwo nur Schweiz, aber es ist auf einmal alles anders und Italienisch lernen, das Studium ist dann auf Italienisch. Und das und dann irgendwie auch die Schule und danach will ich auf die Bühne und wenn Bühne, so, es ist irgendwie ein vager Weg. Oder was heißt ein vager Weg, aber man sieht keine Linie auf diesem Weg.
Aber das ist auch genau das und irgendwie so vage und alles hängt da in der Luft und man weiß ja nicht und keine Sicherheit und keinen direkten Job, den man hat. Und wenn, dann ist man mal 2 Jahre wo zum Spielen und wieder offen. Das ist ja das, wo ich dann schon Angst vor habe, aber eben dann wieder nein, weil ich auch irgendwie weiß, der Weg, der läuft und irgendwie schon länger bin ich so ein bisschen auch frei unterwegs und ich merke, der Weg, der läuft und der kommt und das macht's. Deswegen habe ich da irgendwie eine Angst vor, aber ich habe ein Vertrauen rein, dass das irgendwie einfach fließt. Eine der Dinge, die ich jetzt im letzten Jahr gelernt habe, war halt einfach, dass man nicht planen kann. So, ich bin ja eigentlich mit dem Ziel hergekommen, auf eine Zirkusschule zu gehen und ja, einfach weil Privatleben passiert es halt dann doch nicht. Und ich glaube, genau so könnte sich's weiterziehen, aber hoffentlich dann einfach dort, wo mein Bauchgefühl mich hingeführt hat und hoffentlich fühle ich mich da auch wohl. So. Dann sehe ich mich auf einem Zirkushof, wo man, wo Künstler leben, die gemeinsam Stücke kreieren und dann aber am liebsten auch noch in Kombination eben mit therapeutischer Arbeit oder ja, mit Menschen mit Behinderung oder mit Kindern oder Senioren. Und dann auch viel, ich habe richtig Lust, so viel Festlichkeiten und viel gemeinsames Zelebrieren so zu machen. So, keine Ahnung, viele Hoffeste, viele keine Kunstausstellungen und Musikabende und sowas. Das ist so mein Traum. Wenn ich mit 50 so eine Mama bin, die da dann so ihr Ding hat und alles so, irgendwie macht man seinen eigenen Büffelmozzarella und geht dann trainieren ins Zelt, das ist doch einfach mega nice. Also ich stelle es mir ziemlich cool vor. Ja. Habe ich dich. Jetzt wieder nach vorne. Du stehst hinter der Kamera. Perfekt. Jetzt ich geht's paar rund. Sehr gute ich habe ein bisschen Schiss. Wovor? Dass ich es nicht gut mache? Nee. Sondern? Guck mal, meine schneidet es immer so. Weil ich gelernt, man muss so. Du hast das also gelernt? Ja. So, oder was? So schräg, ja. Gut. Von Miri hast du es gelernt? Mhm. Okay. Apropos Zukunft. Ja. Seid ihr überhaupt so sentimental gestimmt? So jetzt gerade? In diesem Moment nicht, aber immer wieder bin ich in letzter Zeit schon voll, denke ich so, boah,
wie schlimm zu gehen. Hm. Bist du sentimental, Gabriel? Ja, schon, weil ich euch natürlich vermissen werde, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es richtig gut wird für euch beide. Und es bringt mir ja auch nichts, wenn ihr hier seid, aber irgendwie richtig unglücklich. Also dann könnt ihr besser nach Rotterdam und Paris gehen. Ja, weil wir waren ja nicht unglücklich hier. Aber und ich habe schon immer. So voll, wofür ihr so bestimmt seid. Du machst so. Das klingt. Aber ist so. Du machst Zirkus. Miri macht so irgendwelche krassen Unikurse in Paris. Inwiefern bist du so bestimmt?